Ah. Verwischt deine Spuren, ein feindliches Hallo? Team macht Jagd auf dich. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Warzone-Video und heute schauen wir uns eine Waffe an, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, die allerdings, wenn man das richtige Setup spielt, trotzdem eine wirklich sehr starke Waffe sein kann und auch einfach so ein klassisches Sturmgewehr-Feeling zurückbringt. Die Rede ist natürlich von der SCG-44, eine Waffe, die speziell was die Vanguard-Sturmgewehre angeht, natürlich mit dem Cooper-Karabiner und dem Roboter-Sturmgewehr somit die beliebteste Waffe ist, die man da spielen kann. Man muss natürlich auch dazu sagen, die SCG-44 ist jetzt keine komplette Meta-Waffe. Es gibt Waffen, die so ein bisschen leichter zu kontrollieren sind. Trotzdem muss man auf jeden Fall sagen, die SCG-44 ist immer noch eine wirklich sehr kompakte Waffe, sehr clean Waffe und man kann die Waffe theoretisch auch so umbauen, dass man eigentlich gar keinen Rückschuss hat. Wir werden uns im Verlauf des Videos natürlich auch die beste Klasse zu der Waffe anschauen, wie man das Ganze spielen sollte nach den ganzen Updates, wie man die beste Klasse bekommt. Deswegen bleibt mir natürlich sehr gerne dran. Bevor wir jetzt ins Gameplay gehen, was by the way auch wirklich sehr wild geworden ist, da wir mit der SCG auch meinen Solo-Kill-Rekord gebrochen haben. Danke nochmal für den Support in letzter Zeit, wirklich extrem heftig. Vielen, vielen Dank dafür. Checkt auch gerne Twitch ab, wenn ihr streammäßig nichts verpassen wollt und schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare, zu welcher Waffe ihr jetzt als nächstes ein Video sehen wollt. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Gameplay. Wir sehen uns in der Runde. Let's go. Hilfe. Hallo? Was sehe ich hier? Hallo? Was ist das für eine Lobby? Nein, das snappt. Hä? Was sehe ich hier gerade wirklich? Hallo? Hallo? Bin ich gerade in Amerika? Was sehe ich hier? Es ist eine absolute Botlobby. Ich bin in der größten Botlobby gerade, was sehe ich hier?
bin ich hier sehend? Es ist wirklich, ich muss mich entschuldigen hier für die Lobby. Was ist das? So, das wäre es im Gameplay zu der SDG. Ich glaube, man hat ganz gut sehen können, dass die Waffe wirklich immer noch extrem stark sein kann. Es ist jetzt keine Top-Top-Meta-Waffe und die Lobby, in der wir die Freddy Bomb gedroppt haben, war jetzt auch nicht die beste, muss ich zugeben. Ich weiß auch nicht, was da schon wieder los war. Trotzdem muss ich sagen, auch nach den ganzen Updates, die Waffe ist wirklich immer noch sehr clean. Lässt sich gut spielen, lässt sich klassisch wie ein Sturmgewehr spielen. Und schadensmäßig muss man sagen, die Waffe ist auch wirklich sehr in Ordnung. Wir starten natürlich direkt mit dem Klassen-Setup zu der SDG 44 mit dem MX-Schalldämpfer. Ist für die ganzen Distanzwaffen in Vanguard einfach das Beste, dadurch, dass man die doppelte Rückschusskontrolle verbessert bekommt. Deswegen auf jeden Fall hier der Way to go. Dann der 760mm Lauf ist bei der SDG einfach so der Beste, den man speziell auf Longrange spielen kann. Deswegen hier natürlich auch ganz klar. Beim Visier habe ich das G16 Visier gespielt, fand ich persönlich einfach am cleansten. Dann beim Schaft habe ich den beschwerten Schaft gespielt, das ist der letzte, den man freischalten kann. Zielstabilität, Rückschusskontrolle, Zuckenwiderstand, was ganz wichtig ist, und die Präzision wird verbessert. Dann Handstopper, Rückschusskontrolle, Präzision, einfach so ein bisschen, um die Waffe präziser zu halten. Bei der Munition muss man sagen, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze spielen will. Ich habe das Ganze meistens mit dem 60er Magazin gespielt, um einfach so die maximale Munition zu haben. Wenn ihr die SDG-Klasse haben wollt, die eigentlich so gut wie gar keinen Rückschuss hat, wirklich komplett präzise ist, dann spielt das erste 50er Magazin. Der Schaden wird zwar verschlechtert, aber man kann auch wirklich deutlich mehr Kugeln treffen und speziell für Duos oder Solos ist es eine wirklich sehr gute Wahl. Dazu natürlich verlängert für Bullet Velocity, ganz klar 10% verbesserte Bullet Velocity ist sehr wichtig. Polymergriff, das extra Akrobatik, um natürlich so ein bisschen Movement-Geschwindigkeit zu verbessern. Man kann allerdings hier auch Fingerfertigkeit spielen oder Fokus theoretisch und zu guter Letzt das extra vollgeladen. Und das ist die SDG, wie man sie in Season 2 bzw. kurz vor Season 3 spielen sollte. Testet auf jeden Fall mal die SDG, gebt dem Ganzen gerne mal eine Chance. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat bis hierhin. Und wie immer natürlich, falls ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt über Warzone und die neuesten Updates und die aktuelle Meta, lasst natürlich auch sehr, sehr gerne ein Abo hier auf YouTube da, würde mich sehr freuen. Jetzt viel Spaß beim Testen, vergesst natürlich auch nicht auf Twitch vorbeizuschauen. Da streamen wir natürlich heute ein Warzone-Turnier, deswegen schaltet gerne um 15 Uhr ein. Ich hoffe, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal, peace.